Hallo, liebe Freunde. Ich wollte in diesem Video mal ein bisschen auf das Thema Erfolgs- und Geldmagie zu sprechen kommen. Ich biete das auch selbst an und deshalb ist es in erster Linie auch gedacht für Klienten, die sich vielleicht irgendwie mit dem Gedanken tragen, einen Erfolgs- oder Geldzauber machen zu lassen. Es ist aber auch für andere interessant. Es ist auch übrigens nicht nur für Leute, die es bei mir machen möchten, sondern es ist auch für Leute, die allgemein sich mal mit dem Gedanken tragen. Weil es gibt da sehr, sehr viele Mythen dazu. Es gibt sehr, sehr viele Meinungen, die da auseinandergehen. Und es gibt auch sehr, sehr viele Dinge, die einfach so nicht stimmen und die man dich einfach so auch nicht stehen lassen möchte. Erstmal würde ich in diesem Video mal sagen, was Geldzauber sind, was sie können, was sie nicht können, wie sie gemacht werden. Ich wollte vielleicht auch mal einen kleinen Tipp mit einstreuen, was man da vielleicht auch selbst tun kann. Und ganz wichtig ist, was Sie selbst für den Erfolg eines Geld- oder Erfolgszaubers tun müssen. Und zwar nicht nur bei mir, sondern generell, was da notwendig ist. Geld- und Erfolgsmagie ist immer so ein Ding, wird immer so ein bisschen hier in Europa so ein bisschen anrüchig gesehen. Weil es wird immer gesagt, ach, das ist ja Geld und mit Geld macht man keine Zauber und na, das gehört da alles nicht rein. Das ist Bullshit. Geld- und Erfolgsmagie wurde bereits in der Antike praktiziert. Es gibt genug archäologische Belege darüber, wo Amulette beispielsweise angefertigt worden sind, um Geld anzuziehen, das Zauber. Es gibt da entsprechende Zauber, die auch aus der Antike überliefert worden sind, wie Geldzauber beispielsweise gemacht worden. Das war immer so das Grundhandwerkszeug eines jeden Magiers, einer jeden Hexe, zu allen Zeiten, in allen Ländern. Und wer meint, das muss man nicht, naja gut, ja, kann ich nichts dazu sagen. Ich sage, es gehört dazu und es ist auch völlig legitim, weil es gehört ja auch eine gewisse Lebensqualität dazu und sich da im Prinzip entsprechend an sichere Ufer zu bewegen. Wo sind die Unterschiede? Gut, da kann ich jetzt nur davon ausgehen, was ich für Zauber anbiete. Ich biete einmal diese klassischen Zauber an, dass beispielsweise ein Zauber gemacht wird, da ich schicke beispielsweise gerne Klienten auch eine Kerze mit, eine grüne Kerze, die zieht den Erfolg an. Die wird entsprechend abgehöhlt, also auch mit diversen Ölen, die so aus dem Voodoo-Bereich stammen. Die behalte ich aber lieber für mich, weil ich muss ja nicht alles preisgeben. Aber man kann beispielsweise sich ein Amulett machen mit einem Siegel drauf. Das kann man entsprechend räuchern mit, ich sage mal so, Zimt ist sehr gut, um Erfolg anzuziehen, Sandelholz. Man kann es energetisch auch noch weihen und das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Sache. Das hilft. Dann gibt es so Sachen wie, ich lasse mir gerne von Klienten dann immer noch so ein Centstück mitschicken, das kann ich auch mit bearbeiten. Dieses Centstück, sage ich immer wieder, soll nicht aufbewahrt werden, nicht irgendwo in den Nachttisch gelegt werden, sondern definitiv in die Brieftasche rein und es soll mit ausgegeben werden, weil wichtig ist bei solchen Zaubern, das Geld, was angezogen werden muss, muss auch ausgegeben werden, es muss im Fluss bleiben. Dieser Fluss muss so eine Art ewiger Kreislauf sein. Das nur zu raffen, wird magisch schwer werden umzusetzen. Die andere Möglichkeit ist, Rituale zu machen, die natürlich dann auch in einem preislichen Rahmen anders gestaltet sind. Diese Rituale dann halt auch zu machen, dann halt auch energetisch sie darauf vorzubereiten und entsprechende Sachen zu machen, anzubieten. Und dann genau zu gucken, wo kann ich einsetzen, wo sind ihre Stärken, wo kann ich diese Stärken wachrufen und rituell oder magisch im Prinzip in die Gänge bringen. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, da gehört ein bisschen Vorbereitung auch dazu und dann gehört dazu, dass man da halt auch viele persönliche Gespräche macht und da einfach guckt oder vielleicht einfach auch mal guckt, in welchem Unternehmen sind sie, was machen sie, wo hakt es dabei und wo kann ich da magisch vielleicht meinen Einfluss nehmen, dass es besser läuft. Das sind halt wirklich so diese zwei. Dazwischen gibt es ganz viel. Ich weiß, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was zu machen. Das ist das, was ich mache. Und ich kann ja nur aus meinem Erfahrungsspektrum heraus berichten. Dann der andere Punkt. Was kann speziell ein Geldzauber, was kann er nicht? Ein Geldzauber kann keinen Hartz-IV-Empfänger zum Millionär machen. Punkt aus. Alles, was ich anbiete oder was in der Magie angeboten wird, muss verhältnismäßig sein. Da gibt es Regeln und Gesetze, die ganz klare Grenzen abstecken. Und das ist auch notwendig, das ist wichtig. Weil letzten Endes, überlegen Sie mal selbst, wenn jeder im Prinzip mit so einem Zauber alles aus den Angeln heben könnte und sich wirklich einen Zauber machen könnte und hätte plötzlich Geld wie Heu, wie würde es denn dann aussehen? Das würde alles umwerfen, das würde das ganze Gefüge verändern, das geht gar nicht. Was allerdings gemacht werden kann, ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, dass beispielsweise, ich sage mal so,
übertrieben gesagt, ein Hartz-IV-Empfänger plötzlich einen Bescheid bekommt, eine Zuwendung bekommt, wo er vielleicht seine Wohnung besser ausstatten kann oder vielleicht auch einen Job bekommt, dass er wieder irgendwie einen Fuß in die Tür bekommt. Das ist realistisch beim Erfolgszauber. Realistisch ist aber auch, dass jemand, der ein Unternehmen hat, der im Prinzip eh mit Auftragsvolumen vielleicht von 500.000 oder 1 oder 2 Millionen Euro handelt, dass der natürlich auch wieder Aufträge bekommt, die sich in diesem Rahmen belaufen und die in diesem Raum, in diesem Rahmen aufgestellt sind. Das sind realistische Sachen und so muss man Geld und Erfolgszauber auch sehen, dass dieser Erfolg auch sich darauf beruht, wie der Boden ist. Und der Zauber ist in dem Sinne das Samenkorn. Das ist beispielsweise das, wie ich das immer gerne vergleiche. Der Zauber ist der Samen und das, was man selber dazu mitbringt, ist der Boden. Wenn der Boden vorbereitet ist, wenn der Boden gut vorbereitet ist, wenn es guter Boden ist, dann kann das Samenkorn, was der Zauber letzten Endes ist, auch anschlagen. Dann kann es Früchte tragen, dann kann es erblühen. Wenn der Boden allerdings Müll ist, wird der beste Samen nichts bewirken können. Der wird nicht aufgehen, der wird vergammeln. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist generell, das ist egal, wo Sie einen Zauber machen, egal welche, wie Sie magisch oder auch psychologisch rangehen, das ist wichtig, das ist verdammt wichtig. Gucken wir nun mal an, was Sie selbst dazu mitbringen müssen. Und da möchte ich wirklich auch noch mal ganz klar sagen, wie wichtig das ist. Das ist übrigens nicht nur bei Geld- und Erfolgsmagie, das ist generell wichtig, aber da ganz besonders. Weil ich sehe das immer wieder, dass Menschen so eine Selbstzweifel haben, auch so an sich zweifeln, auch an dem, was sie tun. Gucken Sie sich an, das nennt man auch so positive Affirmation. Sie müssen das, was Sie anziehen wollen, müssen Sie selber ausstrahlen. Das ist die beste Möglichkeit, um Erfolg auch in der Magie zu bewirken. Weil wenn Sie selber Zweifel an sich haben, an dem, was Sie tun, an dem, was Sie nach außen bringen, wie sollen andere dann das als ihre Stärke wahrnehmen? Sie gehen da auch nicht beispielsweise zum Bewerbungsgespräch und setzen sich so mit hängenden Schultern hin und sagen, ja, gibt Leute, die es besser können, aber ich bin trotzdem jetzt mal hierher gegangen. Ich glaube aber nicht, dass ich es schaffe, aber ich kann es ja mal versuchen. So würde niemand zum Bewerbungsgespräch gehen. Sondern wenn Sie da hingehen, wollen Sie ja den Leuten klar machen, dass Sie genau der Richtige sind. Sie sind der Richtige, der den Erfolg anzieht, der den Erfolg für das Unternehmen auch anzieht. Und das ist, da braucht man daher an der Stelle gar nicht einzuhaken. Deshalb sage ich ganz ehrlich, Sie müssen in erster Linie an sich selbst glauben. Sie müssen vor allen Dingen daran glauben, dass Sie den Erfolg auch verdienen. Ich weiß, Sie können mich jetzt an wie so ein Schwurbelcoach von YouTube, die es zu Hunderten hier gibt. Bin ich nicht, ich bin kein Coach. Sie brauchen auch nie keine Angst haben, wenn Sie zu mir kommen. Ich werde darüber auch nichts sagen, weil ich bin kein Coach, ich bin Magier. Und es ist auch nicht meins. Können andere Leute besser, aber ich bin Magier. Ich kann das wirklich nur von der magischen Seite aus sehen. Und da ist es wirklich so, dass ich sagen muss, es ist zwingend notwendig, dass Sie wirklich erstmal für sich den Boden bereiten. Und da kann ich Ihnen auch gerne bei helfen. Deshalb ist es auch wichtig bei Ritualen, dass man sich halt vorher zusammensetzt, dass man auch lange Telefongespräche führt, dass man sich trifft, dass man wirklich sich zusammensetzt und sieht, wo sind Chancen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wo kann man darauf einwirken. Aber wichtig ist, dass Sie vor allem, so dumm wie sich das jetzt anhört, so vielleicht so esoterisch wie sich das anhört, Sie müssen an Ihren eigenen Erfolg glauben, dass Sie es auch verdient haben. Weil Sie haben es doch verdient. Und deshalb überlegen Sie sich mal, warum Sie damals beispielsweise eine Firma übernommen haben, warum Sie da eingestiegen sind. Haben Sie das gemacht, weil die gerade 3 Straßen weiter war oder weil da irgendwie, keine Ahnung, oder weil sich da nichts Besseres gegeben hat oder hatte das andere Gründe? Versuchen Sie sich da mal wieder reinzuklinken. Warum war das so? Sie haben doch letzten Endes an den Erfolg geglaubt. Und jetzt ist vielleicht eine Situation eingetreten, wo das vielleicht mal nicht mehr so läuft. Aber Sie müssen doch selber an das, was Sie mit dieser Firma nach außen bringen, es ist ein Teil von Ihnen. Das ist beispielsweise auch das, was ich immer wieder auch so sehe, gerade im höheren Management. Diese Menschen vertreten ja nicht nur die Firma, die vertreten auch das, was die Firma aussagt, was die Firma von der Außenwirkung hat. Und das ist wichtig, dass Sie selber das in sich selber ziehen und immer wieder sagen, dass Sie selber den Erfolg auch verdient haben und es wert sind. Und lassen Sie sich da bloß nicht bereden von anderen, die sagen, nein, das darf man nicht für sich selber machen, das ist Quatsch. Das sind meistens die Leute, die, sprechen wir nicht drüber. Es geht ja ganz allein um Sie. Und wie gesagt, wenn ich Ihnen dabei helfen kann oder wenn ich euch dabei helfen kann, wie auch immer,
Ich bin gerne bereit. Sie können mir eine E-Mail schreiben, die E-Mail steht unten. Meine Website ist auch unten verlinkt. Und da können wir gerne gucken, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, Ansätze, wo ich auch tätig werden kann. Und das ist wirklich, es gibt vom kleinen Rahmen bis zum großen Rahmen ist da alles möglich. Wie gesagt, jeder Fall ist anders. Jeder Mensch, der Probleme hat, ist auch anders und hat auch, es gibt da nichts, keine DIN-Norm für Zauber und auch nicht für magische Dienstleistungen. Man muss sich das immer individuell angucken, das ist ganz klar. Und in diesem Rahmen kann man sich dann auch bewegen und da kann ich auch gucken, wie ich Ihnen helfen kann. Ja, in diesem Sinne soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären, ich konnte ein bisschen was dazu sagen. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen auch ein bisschen Stoff zum Nachdenken gegeben oder euch. Und ja, ich muss immer, wenn ich für die Community ist immer die eine Seite, für Klienten immer die andere Seite. Und ich werde es auch weiterhin so handhaben, dass ich halt einerseits Video für meine Community mache und für Junghexen oder so oder die ein bisschen zu unterstützen, andererseits natürlich aber auch für meine Klienten, weil das sind die, die mir im Prinzip ja auch das Leben ermöglichen, das ich führe. Und ja, in diesem Sinne, lassen Sie es gut gehen, auch in schwierigen Zeiten. Wir haben jetzt momentan schwierige Zeiten, die werden auch wieder besser. Und lassen Sie sich nicht so von diesen ganzen Miesmachern beeinflussen. Das ist nämlich auch der Punkt, was ich immer wieder sehe, wenn man sich die Menschen so draußen ran anguckt, das sind immer die mit so heruntergezogenen Mundwinkeln da sitzen. Das sind die, die den Erfolg nicht ranziehen. Zeigen Sie, dass Sie es besser können. In diesem Sinne, wunderschönen Nachmittag, Tag oder Abend oder was auch immer. Bis demnächst.